Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute mit der ersten Frage von euch aus dem Publikum sozusagen, die ich hier beantworten möchte, die ich von Johnny bekommen habe. Und wie gesagt, ich möchte hier auf die individuelle Frage eingehen, möchte aber auch immer ein Oberthema damit behandeln, damit jeder von euch davon was hat, damit ihr alle was davon lernen könnt. Und wenn ihr mir eure Frage stellen wollt, die ich natürlich anonym behandle, der Johnny heißt auch nicht wirklich Johnny, aber so hat er sich jetzt mal genannt in der E-Mail, beziehungsweise mir diesen Namen geschickt. Deswegen werde ich ihn hier, wenn du deine Frage beantwortet haben möchtest, beziehungsweise deine Frage mal einschicken möchtest und ich gucke dann, inwiefern die zu dem passt, was ich mir vorstelle, dann kannst du das gerne machen an frauenansprechentipps@gmail.com. Die E-Mail-Adresse ist unten in der Beschreibung direkt drin. Da kannst du mir schreiben und dann kommt deine Frage vielleicht hier im Live-Video vor. Also, ich lese es mal vor und analysiere das währenddessen so ein bisschen. Hi Tim, schreibt Johnny, meine Frage und Situation ist die folgende. Ich habe Kontakt mit einem Mädchen, das um die 20 ist. Er ist 25. Wir haben uns auf einer Feier kennengelernt und einmal getroffen. Ich finde sie interessant und heiß, schätze sie aber eher als verklemmt und brav ein. Sie reitet, spielt Klavier etc. Das ist schon mal ganz witzig, weil manchmal hat man wirklich so Mädels oder Frauen, wo man denkt, okay, die fallen eher in diese nett und brav Kategorie. Wir werden aber gleich nochmal dazu kommen, dass es auch sehr täuschen kann und dass man sich davon am besten nicht irgendwie verunsichern lässt oder aus der Bahn werfen lässt. Und das ist eben hier bei Johnny jetzt passiert. Irgendwie traue ich mich nicht, das Ganze auf ein sexuelles Level zu heben, weil ich Angst habe, dass ich sie verschrecke oder sie überfordert ist. Und auch hier wieder, das Ganze ist halt deswegen so, weil du den Eindruck hast, oh Gott, sie ist eins von diesen klavierspielenden netten Mädchen von nebenan. Und was man niemals vergessen darf, also lass dir das gesagt sein aus meinen Jahren der Erfahrung mit Frauen, du weißt nie so richtig, was hinter der Frau steckt. Ich habe ganz viele von genau diesen Frauen gedatet und getroffen, die du hier gerade erwähnst, von diesen netten Mädchen von nebenan, wo du denkst, oh, sexuell, das sind die ja gar nicht, die sind voll brav erzogen etc. Und glaub mir, ich wurde ganz, ganz oft überrascht, dass es doch tatsächlich ganz, ganz anders ist. Und das ist eine ganz wichtige Lehre an jeden von euch da draußen. Also statt vorher festzulegen, was es sein könnte, zu sagen, okay, so wirkt sie auf mich, deswegen mache ich das lieber so und so. Macht lieber erstmal die Handlung und guckt dann, was dabei rumkommt. Also nicht sagen, oh, sie ist verklemmt, sie ist irgendwie, deswegen mache ich sie mal nicht, das Sexuelle, sondern lieber erstmal das Sexuelle machen und dann gucken, was passiert. Und du wirst in den meisten Fällen überrascht. Das ist übrigens ungefähr so, als wenn du auf der Straße unterwegs bist und du sagst, hey, die Frau da, die sieht aber voll aus wie so eine Zicke, die guckt irgendwie fies. Das muss gar nichts mit dir zu tun haben in dem Moment, dass sie fies guckt oder dass sie wie eine Zicke aussieht. Auch diese Frauen können unglaublich nett sein und es kann unglaublich gut mit denen funktionieren. Du musst nur hingehen und das machen. Das heißt, nicht irgendwie vorher schon festlegen, was es sein könnte, nicht vorher schon aus Angst und aus Gedanken davon abhalten lassen, Dinge zu tun, sondern immer erstmal lieber die Dinge tun und dann sehen, was dabei rauskommt. Ferner möchte ich aktuell keine Beziehung, schreibt er dann, zumal sie am Anfang oder ich am Ende des Studiums stehe. Wie kann ich ihr also verklickern, dass ich eher etwas Kurzfristiges möchte, auf eine sozialverträgliche Art? Auch wieder ein ganz wichtiger Punkt, weil das ganz, ganz viele Leute immer fragen oder weil ganz viele Leute an diesem Punkt ja auch vielleicht Hemmungen haben, auch von der Erziehung her, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ich würde über diese Sachen eben nicht im Vorhinein unbedingt sprechen, außer sie spricht die an. Klar, wenn sie beim ersten Date, wenn ihr zusammensitzt auf dem Kaffee, dich direkt fragt, hey, du siehst aus wie ein überkrasser Player, was willst du eigentlich, willst du eine feste Beziehung etc., dann bin ich natürlich offen und kommuniziere offen mit ihr, das ist ganz klar. Aber das ist ja hier anscheinend nicht passiert. Das heißt, diese Kommunikation findet meistens dann statt, wenn etwas Sexuelles passiert ist. Das heißt, werd erstmal sexuell, trau dich erstmal sexuell zu sein. Meistens ist das hier eher eine Ausrede, weil du dich generell nicht traust oder nicht weißt, wie du sexuell werden sollst oder wie du das Ganze körperlich machen sollst. Ist das hier eher eine Ausrede, dass du sagst, ja, ich will sie ja auch nicht verletzen. Besser immer erst das Sexuelle machen, weil auf dem Weg dahin wird sie dann schon, wenn sie da ein Problem mit hat, dich darauf ansprechen, wird was sagen und dann könnt ihr über dieses Thema reden. Das heißt, hier wieder das gleiche Prinzip. Ich rede nicht erstmal über dieses Thema, sondern ich spreche das Thema an, wenn es kommt. Ich behandle das Thema, wenn es kommt. Das ist genau wie im Flirt mit einer Frau. Ich mache mir nicht schon vorher Gedanken darüber, oh Gott, was passiert denn, wenn jetzt das und das von der Frau kommt, sondern ich gehe in den Flirt rein und dann gehe ich mit den Dingen um, wenn sie da sind. Nicht im Vorhinein. Im Vorhinein kann man Probleme nicht lösen. Im Vorhinein kannst du Probleme immer nur durchdenken und du kannst nie eine Lösung finden. Das kannst du immer erst, wenn das Problem oder die Herausforderung erst wirklich da ist. Ne? Genau.
Kurzfristig ist es auch total verträglich. Mit einem anderen Mädchen ist es ähnlich. Ich glaube, sie sehen mich als Beziehungsmaterial, aber ich weiß nicht, ob sie auch für Kurzfristiges offen sind. Hier erneut. Einfach sexuell werden und das herausfinden. Ich meine, du kannst natürlich auch nachfragen direkt, aber das würde ich nicht tun. Das ist so richtig anti-verführungsmäßig. Das ist so richtig, du fragst nicht, hey, wollen wir jetzt was Sexuelles haben, bevor ihr überhaupt was Sexuelles gehabt habt. Also wenn du mit ihr sexuell gewesen bist, auch über einen längeren Zeitraum, und dann sagst du zu ihr, hey, guck mal, wie wäre es, wenn wir was Offenes, Entspannteres, Affärenmäßigeres, Sexuelles haben? Das fände ich cool. Das möchte ich momentan, dann passt es natürlich besser, aber das anzusprechen, bevor es überhaupt passiert ist, das ist eher Anfängerkram und das würde ich eher nicht so machen, sondern lass die Sache erst passieren und dann rede im Nachhinein darüber. Ne? Also was hier wahrscheinlich bei dir so ein bisschen der Fall ist, das ist meine Vermutung, meine Einschätzung ist, dass du generell nicht so ganz weißt, wie du es machen sollst, dass du ein bisschen unsicher bist, was diesen sexuellen Schritt angeht und dass das dich auch so ein bisschen daran hindert und du deswegen dir diese Fragen stellst. Wenn du wüsstest, wie es funktioniert, würdest du dir diese Fragen wahrscheinlich gar nicht stellen. Deswegen vermute ich mal, das ist bei ganz, ganz vielen so, ist es auch irgendwo ein Angst- oder Unsicherheitsthema. Ne? Moralisch frage ich mich auch, ob es legitim ist, meine Intentionen im Zweifelsfall erst im Nachgang herauszurücken. Hier auch wieder. Also wir sind alle erwachsene Menschen und die Frau dir gegenüber natürlich auch. Das heißt, wenn sie etwas nicht möchte, dann ist es ihre Aufgabe, das zu sagen. Ist es nicht deine Aufgabe, das im Vorhinein herauszufinden alles? Wenn es also sexuell wird und sie möchte nicht in diese Richtung gehen oder möchte erst in diese Richtung gehen, wenn sie in einer Beziehung ist oder was, dann muss sie das halt sagen. Also so viel muss man dann halt auch von den Frauen gegenüber dann auch erwarten können, dass das halt wirklich auch ein Nein kommt oder sowas kommt wie, nee, nein, passt mir nicht oder ich brauche erst das und das oder erst Beziehung. Na, es ist nicht deine Aufgabe, das irgendwie im Vorfeld zu erraten, sondern es ist ihre Aufgabe, das zu kommunizieren. Ne? Und deswegen das zu kommunizieren, wenn es eben soweit ist. Das habe ich ja eben schon mal erwähnt. Irgendwie fühle ich mich dann auch schlecht, weil sie sich vielleicht falsche Hoffnungen macht. Auch hier wieder. Das weißt du gar nicht. Das ist alles wieder im Vorhinein im Kopf überlegt. Geh erstmal in die Situation rein, werd erstmal sexuell und sie wird dir dann schon kommunizieren, wenn es Probleme gibt. Das hindert mich gewissermaßen auch am Eskalieren. Sollte man sich schließlich nur auf direkt sexuell offene Frauen wenden? Fragezeichen. Natürlich, also erstmal, wie gesagt, du weißt halt nicht, das ist jetzt die ganze Mail, du weißt halt nicht, wer sexuell offene Frauen sind. Du weißt es im Vorfeld nie, man weiß es im Vorfeld nie. Natürlich gibt es ein paar Anzeichen, also es gibt Frauen, die sind offener sexuell, aber es gibt ganz viele Frauen, die sind super sexuell, aber sehr zurückhaltend. Da habe ich ganz, ganz oft getroffen und das kann man im Vorfeld einfach nicht komplett einschätzen. Deswegen hier ein Tipp an dich, aber das ist eben, und deswegen habe ich diese Frage ausgewählt, das ist so eine Sache, die gilt für absolut jeden da draußen und die ist gerade für Anfänger, das ist so eine tolle Anfängerfrage tatsächlich, deswegen bin ich sehr dankbar, Donny, an der Stelle, dass du sie mir geschickt hast. Eine ganz tolle Anfängerfrage, ich muss sie nochmal aufmachen, genau. Weil das ist so ein Anfängerproblem, weißt du, dass die Leute halt immer sich vorher tausend Gedanken machen, aber nicht in Handlung kommen. Auch eben, weil sie nicht wissen, wie die Handlung geht oder sich eben nicht trauen. Und das musst du dir abgewöhnen. Geh erst in die Handlung und dann arbeite mit den Dingen, wenn sie dann passiert sind. Also geh erst in den Flirt und dann arbeite im Flirt damit, wenn sie sagt, oh, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob wir uns treffen sollen. Und mach dir nicht schon vorher Gedanken darüber, oh Gott, was mache ich denn, wenn sie sich nicht treffen will? Oh Gott, was mache ich denn, wenn sie nicht Ja zu dem Kaffee sagt? Sondern geh ins Gespräch und finde dann heraus, was das Problem war, wenn es soweit ist. Du kannst nur mit den Dingen umgehen, wenn du an diesem Punkt bist. Und es ist, wie gesagt, überhaupt kein Problem, wenn deine Intention ist, du möchtest nur was Sexuelles. Und wenn du dann sexuell wirst und bist, das kannst du gerne machen. Es ist halt die Aufgabe der Frau, dir dann zu kommunizieren, dass sie das vielleicht nicht will. Aber ich würde nicht davon ausgehen, nur weil sie so wie ein braves Mädchen wirkt, ja, sie reitet und spielt Klavier etc. Das Reiten ist sowieso so ein Hobby, was viele Frauen haben. Klavierspielen hat jetzt mit brav nichts zu tun. Aber ich sehe die Assoziation, ich sehe, wie du psychisch gesehen, mental gesehen darauf kommst. Das ist mir schon klar. Aber wie gesagt, das muss überhaupt keinen Richtigkeitswert haben und du bist dir wirklich sehr, sehr im Kopf unterwegs und machst dir viele Gedanken im Vorhinein und das würde ich eben nicht tun. Es ist nichts falsch daran, sexuell zu sein, es ist nichts falsch daran, nur etwas Sexuelles zu wollen. Du musst es natürlich kommunizieren, das ist ganz klar, sonst ist es moralisch tatsächlich fragwürdig, das sehe ich genauso, aber du hast nicht die Verpflichtung, das direkt von der ersten Sekunde an zu kommunizieren, sondern die Frau hat die Verpflichtung, dir zu sagen, wenn ihr irgendwas nicht passt, wenn sie irgendeinen Weg nicht gehen will oder wenn sie etwas anderes sucht. Die Frau kann dich ja fragen. Und wenn die Frau dich fragt und dann lügst du, das ist ein schwieriger Teil. Also da bin ich nicht, da stehe ich nicht dahinter. Es gibt Coaches, die empfehlen sowas in diese Richtung. Das ist dann sehr manipulativ. Und das ist eine Richtung, in die ich auf gar keinen Fall gehen würde und die ich absolut niemandem rate. Das ist absolut falsch. Aber erstmal ist generell, und das ist vielleicht ganz wichtig für dich und auch für jeden Anfänger, es ist absolut in Ordnung, wenn du erstmal nur etwas Sexuelles willst oder wenn du nur sexuelle Beziehungen suchst. Das ist überhaupt kein Problem.
solange du es kommunizierst, aber du musst es eben nicht im Vorhinein kommunizieren. Es gibt kein Gesetz, das sagt, oh, wenn du nur was Sexuelles willst, dann musst du es auf jeden Fall immer beim ersten Date sagen. Nein, ich bin dann einfach, also in Momenten, wo das bei mir so war, bin ich dann einfach sexuell. Und wenn du sexuell bist, dann kriegt das die Frau ja auch mit. Wenn du einfach sexuell bist, flirtest, Körperkontakt aufbaust und dann auch in die sexuelle Richtung gehst, dann merkt die Frau ja auch, dass du genau das möchtest. Und dann wird sie entweder mit dir kommunizieren, was sie sich vorstellt, oder sie wird einfach, und das ist in den meisten Fällen so, sich dann auch darauf einlassen, gerade wenn sie dich schon getroffen hat. Ich meine, die Frauen wissen ja auch, worauf es am Ende des Tages hinausläuft. Ne? So ist es ja nicht. Und sie ist 20, das ist jetzt auch nicht so, dass sie noch keine Erfahrung gemacht hat mit, keine Ahnung, was ist auch, 16, 15, aber gut, das ist sowieso individuell. Sie ist halt 20, sie hat wahrscheinlich auch schon Erfahrung gemacht. Und von daher kann man ihr auf jeden Fall zutrauen, dass sie da von ihrer Seite aus auch kommuniziert, hey, das passt mir nicht oder das will ich nicht. Und das geht eben an alle Leute da draußen, auch gerade an Anfänger da draußen, das ist vollkommen in Ordnung. Und das ist so eine Sache, die ich immer wieder meinen Coaching-Teilnehmern mitgeben muss. Es ist jetzt mal vollkommen in Ordnung, wenn du rein sexuelle Interessen hast und jetzt keine feste Beziehung willst und du musst es nicht von vornherein kommunizieren. Du solltest aber am Ende des Tages schon ehrlich sein. Aber wie gesagt, das Wichtige, was jetzt für alle Leute zum Mitnehmen hier aus der Frage aus dem Video ist, ist halt, mach die Dinge erst und dann geh mit den Dingen um, mit den Herausforderungen der Situation, wenn es soweit ist, und nicht schon im Vorhinein tausendmal drüber nachdenken. Ne? Also das ist einfach Quatsch. Von daher, du solltest dich auf jeden Fall oder ihr solltet euch auf jeden Fall auch auf sexuell offene Frauen konzentrieren, wenn ihr die eben spezifisch findet. Aber das heißt nicht, dass du jetzt Frauen, die zurückhaltend wirken, gar nicht mehr kennenlernen darfst, weil, oh, die wollen wahrscheinlich eine feste Beziehung. Ne? Also das musst du dann wirklich im Einzelfall immer mit den Frauen herausfinden. Da musst du eben einfach flirten, musst eben einfach sexuell sein. Und dann wirst du schon rausfinden, wie es denn dann ist. Das wird dir auch dabei helfen, mit deiner Sexualität allgemein besser in Ordnung zu sein, wenn du halt ohne Entschuldigung diese Sexualität auch ausdrückst. Dann ist den Frauen auch einfach relativ schnell klar, worauf es hinausläuft, und dann wirst du schon ein Feedback bekommen. Das heißt, du musst dir um moralische Punkte im Vorhinein dann natürlich keine Gedanken machen, außer du lügst die Leute an, aber da haben wir gerade drüber gesprochen. Also, vielen Dank für diese Frage. Auch eine tolle Frage, wie gesagt, für den gesamten Rest der Community, gerade für Anfänger. Eine sehr, sehr tolle Frage. Wenn du, wie gesagt, deine Frage beantwortet haben möchtest, kannst du mir die gerne schreiben an frauenansprechentipps@gmail.com. Die E-Mail-Adresse ist unten in der Beschreibung, steht die drin. Ich sammle die ganzen Fragen und dann, wenn ich ein Video mache, picke ich mir eine raus, wo ich mir denke, hey, da können alle von profitieren. Optimalerweise sind die Fragen nicht A zu kurz oder B zu lang. Also das war eine gute Länge hier, das war jetzt nicht zu kurz, da waren einige Infos drin, aber auch nicht super lang, dass ich jetzt hier irgendwie 3 Stunden hier Fragen vorlesen muss, bevor ich die überhaupt beantworten kann. Das macht natürlich gar keinen Sinn. Von daher danke für die Frage, Johnny, und wir sehen uns übermorgen wieder beim nächsten Video hier oben. Abonnierst du den Channel, wenn noch nicht gemacht, drück auch die Glocke hier unten. Kannst du dich für ein Coaching bewerben? Die neuen Coachingplätze werden dann im Sommer geöffnet. Da vergebe ich gerade die ersten Coachingplätze, und hier unten kommst du zu weiteren Videos mit mehr Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Schön, dass du dabei warst, und danke für die Frage. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin, ciao.